Hallo Freunde, willkommen zurück hier zum legendären Match der Cosplay-Giganten Friesenjung. Moin! Und meiner einer hier auf der NF Matchmap und es ist durch eine wunderbare Fügung dazu gekommen, dass ich in der letzten Folge 2 Punkte machen konnte und wir wollen einfach mal gucken, wie es denn weitergeht. Ob es die Vorentscheidung war oder ob der Friese jetzt nochmal schön aus dem Quark kommt und mir eins reinwirkt. In ja, schauen wir mal. Würde ich sagen, frisch ans Werk. Frisch ans Werk. Dann bist du wieder. So, meine lieben Freunde, da sind wir. Frisch hier. Ich muss mich erstmal orientieren, was wir hier gerade machen. Das Feld ist abgeerntet. Sehr schön. Okay, alles klar. Den hier können wir wieder hier losschicken. Auf weiter Ballen pressen lassen. Ich habe übrigens, berüchtigte Kritiken. Habe ich meine Mikrofonposition mal wieder verändert und sagt mir doch mal bitte, ob das jetzt besser ist. Ich bin auch noch mit meinen Soundeinstellungen, wie ihr merkt, nicht zufrieden. Der Jens hat aufgeholt oder hat mich überholt mit 6-4. Denn? Was geht denn jetzt ab? Wieso? Ich habe einmal kurz einen Helfer eingestellt und jetzt tut er nichts mehr. Ach. Ah, jetzt fährt er wieder. Alles gut, alles gut. Ich weiß auch nicht, das ist Sabotage hier. Also du brauchst mich gar nicht sabotieren, ich sabotiere mich selbst. Ah, sehr schön. Klappt das ja. Auch praktisch, ne? Sehr praktisch, ja. Ja, liebe Leute, ich habe also viel zu tun. Mir wurde der Tipp gegeben, ich soll Gärreste verkaufen. Was natürlich ein sehr guter Tipp ist. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich das verkaufen soll. Daher bin ich etwas, bin ich da etwas ratlos, muss ich sagen, tatsächlich. Ja, Bohnen an. Dass das nächste sein wird, was wir hier... Dauert noch. Denn der liebe Jens. Meine Ziele hier auch nicht kaputt. Ja, wo kann ich denn, liebe Leute, Gärreste verkaufen? Hä? Kann ich die überhaupt verkaufen oder kann ich die nur für die Düngerproduktion benutzen? Sagt's mir nochmal. Ich würde mir nämlich jetzt ein Fass besorgen und würde versuchen, meine Gärreste irgendwo an Mann zu bringen. Aber ich weiß natürlich nicht wo. Meine 4 Kühe, die ich habe, das ist auch gut soweit. Weil ich habe ganz, ganz viele Gärreste natürlich. Weiß nicht wohin damit. Schreibt er sich dann?
15 ist abgeerntet. Ach, auf der 10 habe ich schon Sojabohnen angesehen. Voll machen. Ja, wo Raps war. Da hat Jens jetzt irgendwie Raps hier zugemacht. Nein. Wo ist denn hier der Trigger? Jetzt sag nicht, der ist hier auch noch so. War einfach schon zu weit drin. Liter Raps muss ich noch haben. Eine ganze Ladung mehr. Zu 5 verkürzt. Ich treib mich mal im Shop rum. Tu er das. Aber. Nice. Kann ich das ja auch gar nicht verkaufen. Da gemacht. Ich wüsste auch nicht, wo ich das verkaufen soll. Ich habe hier kein Klärwerk und so. Keine Ahnung. Das ist jetzt ein reines Versuchen. Ich sehe auch, dass ich es verkaufen kann. Vielleicht
einer späteren Version der Map oder so. Keine Ahnung. Aber sonst schreibt es mir gerne in die Kommentare, wo ich Gärreste verkaufen kann. Geholfen. Weit entfernt, wobei. Gar kein Fahrzeug mehr frei, ne? Ich fahre jetzt eigentlich nur planlos durch die Gegend, weil ich habe keine Ahnung, wo ich denn hier gehe. Habe ich hier im Moment noch nicht? Nein. Kein Dünger hat und so, aber immerhin.
Also wie gesagt, wenn ihr mir sagen könnt, wo es wäre. Weil jetzt. Für jetzt. Carbon möchte ich hier sehen. Was denn? Falscher Punkt. Aber da war doch noch was. Und die nur noch nicht. Eplus noch. Nicht viel, aber immerhin besser als nichts. Könnte man denn hier Gärreste verkaufen? Naja gut, das schmeckt manchmal so, aber... Ist es nicht, wo man die verkaufen könnte. Dacht ihr es mir? Ich müsste mal generieren. Ja, bitte. Ja, ich will jetzt auch nicht den Jens fragen. Die Reste verkaufen kann.
bekommen, wie ich den hier genommen habe. Gesagt, echt keinen blassen Schimmer, wo ich den Gerrit. Eigentlich war das eigentlich. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr aus der Community mir hier falsche Tipps gebt, aber klar, dass ich damit das zur Düngerherstellung benutzen kann. Nämlich zum Düngen, aber je mehr, ob ich hier irgendwo diese dämlichen Gärreste loswerde. Baumarkt, gehe ich mal davon aus. Datencenter, glaube ich aber auch nicht. Eigentlich müsste hier doch irgendwie so eine Kläranlage sein. Thank you.
Ich müsste mich mal shoppenmäßig austoben, so kurz vor Feierabend hier. Ja, mach mal. Und. Nein? War ein Mikrofontest hier. Bei mir pling pling gemacht, wenn du durch bist. Ich bin sowas von durch. Ja, ich fast. Ich muss nur eben was nachgucken. Also ich wäre soweit. Ich fange einfach schon mal an mit Abmoderation. Was hältst du davon? Ja, genau. Das ist doch ein guter Plan. Ja, liebe Leute, dann ihr habt den guten Friesenjungen gehört. Wir beenden die erste Folge der aktuellen Aufnahmesession hier. Und bedanken uns natürlich bei jedem Einzelnen, der hier reingeschaut hat, uns unterstützt und gerne auch ein Like da lässt. Und ich hoffe, dass das nicht abreißt, dass hier immer weiter fleißig zugeschaut wird und angefeuert wird und weiß der Geier. Und ich hoffe, wir sehen uns euch oder ihr schaut auch unsere nächsten Folgen. Bedanke mich an dieser Stelle und wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß und bis demnächst. Ja, ich schließe mich den Ausreden meines Vorredners an. Dankeschön. Ciao, ciao.